Und damit, Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen The Gardens Between, ein kleines Indie-Puzzle-Spiel, das dieses Jahr auf der E3 angekündigt wurde. Ich hab's dann dieses Jahr auf der Gamescom kurz angezockt, war total begeistert von dem, was ich gespielt habe. Und deswegen jetzt auch hier an der Stelle das Let's Play. Der einzige Kritikpunkt, den ich gesehen habe an dem Spiel, ist, dass es wirklich ziemlich kurz ist. Aber na gut, dann strecke ich das Spiel halt, indem ich hier lang im Titelbildschirm rumrede. Nein, natürlich nicht. Wir starten, ich habe ganz kurz reingeguckt, angezockt, um zu schauen, ob das mit dem Ton alles passt und so weiter. Wir starten ein neues Spiel. Ich bin gerade echt unsicher, ob ich über die Cutscenes drüber quatschen soll. Ich meine, es wird nicht gesprochen oder so. Aber sie sind trotz allem sehr atmosphärisch. Was auch immer da gerade unseren zwei Protagonisten passiert ist. Oh, habe ich jetzt gespoilert, dass es die Protagonisten sind? Ihr werdet gleich sehen, dass es die Protagonisten sind, die dieses leuchtende Etwas berührt haben. Ich habe leider den Namen vergessen. Also von beiden. Also habe ich quasi die Namen vergessen. So, und wir befinden uns im ersten Level. So, und jetzt sehen wir hier gleich mal das Hauptfeature des Spiels. Wir können uns das vorneweg nicht frei bewegen. Ich kann meinen linken Stick nach rechts bewegen. Damit spule ich die Zeit vorwärts. Das wird uns hier in dem Level aber nicht weiterbringen, denn hier blockiert uns eine Kiste den Weg. Ich kann aber auch den Stick nach links bewegen und damit bewegen wir uns in der Zeit rückwärts und ich kann die Zeit so weit zurückspulen, dass dieses Gebilde hier oben wieder zusammengebaut wird. Und diese Lampe hier aktiviert. Ziel des Spiels ist es, in jedem Level diese Lampe da oben ins in die entsprechende, ich denke mal, das ist eine Fackel, zu bringen. Jetzt kommen wir hier. Richtig, Arena hieß das Mädchen. Ich glaube, der Junge hieß Fred, aber ich bin mir nicht sicher. Seht ihr auch links Arenas Room? Der Umzugskarton. Ha. Lounge Room. So, und hier können wir jetzt, die Steuerung ist echt ungewohnt, weil wir jetzt nicht, ich steuere die beiden jetzt nicht im Kreis den Berg hoch, sondern ich muss nur nach rechts drücken. Dann schnappen wir uns hier die Lampe. Und klettern zu zweit den Berg hoch. Und das war Level 1. Es ging echt schnell. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es gab 19 oder 20 Level insgesamt. Also das Spiel ist echt nicht lang. Vielleicht wird es durch meine Inkompetenz noch ein bisschen in die Länge gestreckt. An das Level erinnere ich mich. Das habe ich auf der Gamescom gespielt. Das war das Level, das man an der Gamescom spielen konnte. So, hier müssen wir nämlich den Jungen daran läuten lassen. Die Glocke aktiviert hier die Blume. Die Blume gibt uns Licht und das Licht müssen wir jetzt
hier zu dieser Brücke bringen, um die Brücke zu aktivieren. Eine Brücke aus Licht kennt man aus Ocarina of Time. So. Richtig, hier gibt es die nächste Problematik. Hier gibt es nämlich eine Licht- und eine Dunkelheitspflanze. Und die Dunkelheitspflanze, die klaut uns unser Licht. Allerdings können wir hier oben weiter. Hier habe ich tatsächlich relativ lang gehangen, weil ich versucht habe, irgendwie das Licht hier rüber zu kriegen. Anstatt mal weiterzulaufen, zu gucken, was es da gibt. Denn hier können wir die Blume einfach deaktivieren. Wie auch immer das funktioniert, mit Hilfe einer Glocke Blumen zum Schlafen zu bringen. Aber spiel das Spiel. Hinterfrag es einfach nicht. Was steht da hinten? Ah, welcome. Das ist eine Fußmatte da rechts hinten im Eck. Das ist echt schön mit den ganzen Details. Auch mit den Dingen, die dann im Wasser rumschwimmen. Hier ist nochmal eine Fußmatte. Warum hatten die mehrere... Da hinten ist einfach ein Umzugswagen. Ein Mietwagen. So, und ab hier ist das Spiel dann so... Wenn ich mich richtig... Nee, ich habe auf der Gamescom nicht weitergespielt. Dann ist das Spiel ab hier 100% blind. Das heißt, ab jetzt geht das Rumgefehle los. Ja, was ist das jetzt? Ah, das kann ich... Aha, das war interessant. Ich weiß jetzt selbst nicht ganz, wie ich das gerade gemacht habe. Also ich habe nach rechts weiter gedrückt, um die Zeit vorzuspulen. Aber... Relativ offensichtlich sind die beiden Geschwister umgezogen. So, dann schauen wir mal. Drittes Level. Ladebildschirm. 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 Das ist der Ladebildschirm-Song. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Das war ein sehr langer Ladebildschirm. So, was haben wir hier? Das Wasserschlauch-Level anscheinend. Guck mal, da hinten hüpft was rum. Das hüpft sogar weiter rum. Das ist eine... Huch! Ah, das ist so ein... Das ist so ein Lampending, wo wir die Lampe drauf abstellen können. Es hüpft hier durch die Gegend. Hier kommen wir nicht weiter. Sich. Ah, Moment. Moment, das war jetzt gerade... Da habe ich aus Versehen das Level gelöst. Das war es überhaupt nicht geplant. Nichtsdestotrotz nehme ich natürlich diese Errungenschaft mit. Das Wasser. Wir können das Wasser kontrollieren. Hui! So. Ich glaube, auf dem Rückweg gab es nichts, wo es sich hätte Licht mitnehmen können. Oder? Nein. So, dann gehen wir mal ein bisschen nach vorne. Ah, da ist so eine... So eine Dunkelheitsblume. Die können wir jetzt aber deaktivieren mit der Glocke. So, jetzt bringst du mir brav das Licht. Und dann müssten wir das auch ohne weitere Probleme abgeben können. Wo ist unser Bruder abgeblieben? Ach da, wie immer zu langsam. Schlafmütze. Und ab dafür.
Sehr schön. Die Kühltruhe. So. Seit... Wegen dem ersten Level gehe ich... Warte mal, ich will... Ah, das sind Möwen im Hintergrund. Ich dachte gerade, da schreit jemand im Hintergrund. So, hier haben wir wieder eine böse Pflanze. Die uns unser Licht klaut. So, das heißt, sie müssen hier vermutlich... diesem Ding wieder unsere Lampe geben. Das hüpft dann an der anderen Seite vorbei. Schnappt sich das Licht. Oh, wunderbar. Und wir können uns hier das Licht schnappen. Und hier eine Brücke bauen. So. Da muss ich wahrscheinlich... Ich sehe es schon. Hier darf ich nur... Ah nee, das nimmt das Licht da gar nicht auf. Ich muss schauen, bis es das Licht aufnimmt und dann darf es... Nein, Moment. Ich muss hier irgendwo das Licht selbst aufnehmen, oder? Kriege ich hier das Licht? Licht? Nee, das baumelt jetzt zu weit unten. Da ist das Licht. Okay, das muss ich jetzt hier reinsetzen. So, dann muss ich es hier wahrscheinlich mitnehmen. Hier wieder reinsetzen, oder? Und hier abholen. Perfekt! Mensch, das... Das lief doch wie geschmiert. Das hat zwar nur so gut funktioniert, weil ich versucht habe, mich in die Entwickler rein zu versetzen. Und wie ich an deren Stelle das Rätsel... Huch! Lag? Versucht habe zu überlegen, wie ich das Rätsel an deren Stelle aufgebaut hätte. Aber es hat funktioniert. Wir kriegen das nächste Sternbild. Ach, guck mal. Sie hat ihren Bruder Eis mitgebracht. Das sind alles wieder so schöne Erinnerungen. Ich liebe solche Spiele, ja, das dürftet ihr ja mittlerweile wissen. Die einfach... Ja, es ist jetzt keine große Herausforderung, spielerisch. Aber es erzählt halt eine Geschichte. Ist dazu in optisch sehr ansprechend. Das ist, Entschuldigung, aber es ist echt ein hübsches Spiel. Der Soundtrack ist atmosphärisch. Leider ein bisschen nichtssagend. Also es ist so... Klar, es gibt bei vielen Spielen... es gibt viele Spiele, wo der Soundtrack einfach im Hintergrund so herplätschert, aber... Das hier ist schon... Ich weiß nicht. Was ist hier los? Was wurde mir da gerade eben... Ach, das kann nur... unser Herr Bruder machen. Was war das? Ah, das... Guck mal, Dominosteine. Moment. Wenn ich die Dominosteine aber so teilweise umgefallen lasse, dann müssten die ja trotzdem... Nein! Die Dominosteine halten sich an keine Gesetze der Physik.
Von mir aus. Also können wir mit diesen komischen... Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist, aber damit können wir die Zeit nur bei gewissen Objekten beeinflussen. Ah, jetzt sind wir hier bei den Dominosteinen. Was uns hier aber nicht mehr interessiert, weil da sind wir vorbei. So. Du... ich glaube nicht, dass wir das wollen. Wir wollen das Licht. Und dann wollen wir dich. Dann bewegen wir die Steine wieder nach oben. Machen die Pflanze wieder aus. Und klettern nach oben. Sehr schön. Das hat doch super funktioniert. Ich finde es auch schön, wie sie immer zu zweit das Licht draufsetzen auf den Sockel. Das hat irgendwie was, ne? So Geschwisterliebe und so. So, und wir haben die Jenga-, Poker- und Domino-Welt abgeschlossen. Freunde, dann würde ich aber sagen, um dieses Level hier, ach guck mal, da oben steht ein Ding, ein Famicom, also das Ursprungsmodell für die NES. Wie cool. Das ist ein schönes Easter Egg. Dann würde ich sagen, aber das Level schauen wir uns in der nächsten Folge ein bisschen genauer an. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao, ciao.